Willkommen, meine Damen und Herren, zu Finews TV in Kooperation mit Dukascopy TV. Mein Name ist Peter Hodi und ich spreche heute mit dem Chefredaktor von Finews, Claude Baumann, über Asien. Asien, das Heilsversprechen im Private Banking, die Zahlen der Zuflüsse der verwaltenden Vermögen, die sind eindrucksvoll, zweistellige Wachstumsraten und jede Bank scheint es will nach Asien gehen, eröffnet in Singapur oder in Hongkong ein Buchungszentrum. Ist das nachhaltig? Diese Frage stellt man sich ja eigentlich schon seit einigen Jahren. Bis jetzt sind eigentlich nur die allerwenigsten Banken sind da profitabel. In der Regel sind es die paar größten, die zum Teil auch am längsten dabei sind. Erst kürzlich feierte die UBS ihr 50-jähriges Bestehen oder Dasein in Asien. Und die großen Banken, eine UBS, eine CS, eine Julius Baer, das sind die, bei denen man sagen kann, die sind profitabel. Aber bei allen anderen Instituten, die spreche jetzt mal eingrenzend nur von den Schweizern, da würde ich doch ein großes Fragezeichen dahinter stellen, ob die jetzt effektiv Geld verdienen. Weil das Geschäft dort, die Leute dort, die sind inzwischen sehr, sehr teuer, weil es einen riesigen Mangel an guten Kundenberatern gibt. Nun ist ja klar, das Wettbewerbsumfeld ist auch dort hart, aber trotzdem entsteht in Asien enorm viel Reichtum, auch in den kommenden Jahrzehnten. Da müsste es doch eigentlich Platz haben für weitere Privatbanken. Man darf nicht vergessen, es gibt natürlich noch auch lokale Players. Also es gibt inzwischen chinesische Banken, die auch Vermögensverwaltung, Wealth Management machen. Dann gibt es allein in Singapur gibt es drei große lokale Banken. Die DBS Singapur, die hat unlängst sogar das Private Banking Geschäft von der Société Générale aufgekauft. Also wir haben jetzt eine Situation, in der es sogar asiatische Banken gibt, die jetzt westliche Institute übernehmen. Wird man entsprechend in der Zukunft mehrere Exits von Schweizer Banken dort sehen oder auch eine Konsolidierung? Ich gehe davon aus, ja, dass auf die Dauer der Platz doch nicht für so viele Institute vorhanden ist. Ich denke, bei einigen Schweizer Banken war das auch eine gewisse Fluchtlösung oder Flucht nach vorn. Weil man gesehen hat, in der Schweiz, in Westeuropa wird das Geschäft immer schwieriger, das Bankgeheimnis verschwindet. Gehen wir doch mal nach Asien. Dort wachsen die Bäume oder die Häuser noch in den Himmel. Aber ich denke, auf ewig kann man dort nicht Geld verdienen. Sind ja auch Hongkong wie auch Singapur sind klassische Offshore-Banking-Plätze. Wie beurteilen Sie denn die Risiken jetzt im Zusammenhang mit der Verfolgung von Steuerdelikten? Ich denke, es gibt viele Risiken. Ein anderes Risiko, das man jetzt gerade in den vergangenen Wochen beobachten konnte, ist auch das politische Risiko. Also diese politische Situation jetzt zum Beispiel in Hongkong, das ist genau das, was es in der Schweiz eigentlich nie gab. Der Schweizer Finanzplatz war immer politisch stabil. Das könnte sich verändern. Auch Singapur ist zwar jetzt noch sehr stark und strikt geregelt, aber auch dort könnte es über kurz oder lang zu politischen Unruhen kommen. Nicht zuletzt über Social Media können solche Bewegungen plötzlich ein ungeahntes Ausmaß annehmen. Das andere Risiko ist das gleiche wie in der Schweiz mit den Steuerfluchtgeldern. Ich denke nicht, dass das Geld aus Westeuropa nach Asien geht. Das war mal eine These, aber die hat sich eigentlich nicht erhärtet. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass das Geld aus der Region, sagen wir aus Indonesien oder aus Malaysia, dass das nicht unbedingt immer versteuert ist, wenn es nach Singapur oder nach Hongkong transferiert wird. Hongkong und Singapur gelten zurzeit als die Standorte. Gibt es in die Zukunft betrachtet, gibt es vielleicht einen Standort, der die beiden in Zukunft ablösen könnte, gerade im Zusammenhang mit den Problemen, die Sie genannt haben, dass das passieren könnte? Ich denke schon und ich bin der Meinung, dass man Shanghai eigentlich sehr stark noch unterschätzt. Shanghai, das ist das Aushängeschild, das wirtschaftliche Aushängeschild von China und China ist nun halt ein riesiger Markt, der noch
noch massiv an Bedeutung gewinnen wird. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass Shanghai, nicht zuletzt auch im Investmentbanking, also in der Unternehmensfinanzierung, eine enorme Bedeutung erhalten wird. Es wird aber gleichzeitig immer kleine Standorte geben wie Singapur oder Hongkong, wie das eben auch im Westen mit der Schweiz der Fall war. Aber diese kleinen Zentren sind eigentlich immer abhängig von einer Großmacht. Und das ist dann in Asien, ist das einerseits China, das halt einen großen Einfluss auf Hongkong und letztlich auch auf Singapur hat. Und gleichzeitig im Fall von Singapur ist es auch, sind es auch die USA, die halt immer noch auch Einfluss haben. Und was für Risiken damit zusammenhängen, haben wir nicht zuletzt auch mit der Schweiz oder in der Schweiz gesehen, als sich die USA halt politisch sehr stark in die Schweiz eingemischt haben. Und das Resultat, das kennen wir oder erleben wir eigentlich jetzt tagtäglich. Okay, vielen Dank, Claude Baumann, für diese Einschätzungen. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse an Finnews TV in Kooperation mit Dukas Copy TV. Auf Wiedersehen.